Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Man mag es kaum glauben, aber heute drehe ich das letzte Video zu unseren ganzen leckeren Weihnachtsrezepten. Und da habe ich mir überlegt, als letztes machen wir einen leckeren Brownie-Kuchen, schneiden den einfach passend in kleine Stückchen und basteln einen kleinen Tannenbaum. Und ich finde, das ist doch eine super Idee für einen kleinen Weihnachtskuchen quasi, der nicht so aufwendig ist, den jeder nachmachen kann, weil wir den einfach im Backblech machen. Und das Einzige, was man benötigt, ist halt einfach nur ein Backblech und eine Spritztüllenform. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. Für den Brownie-Teig brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wir benötigen einmal 200 Gramm Mehl, dann benötigen wir 230 Gramm Butter. Außerdem brauchen wir noch 300 Gramm Zartbitterschokolade. Da verwende ich wie immer die mit 60% Kakaoanteil. Außerdem habe ich hier hinten eine Nussmischung gemacht. Einmal 100 Gramm Haselnüsse unten und 100 Gramm Walnüsse. Wer Walnüsse nicht mag, kann auch nur Haselnüsse benutzen oder andersrum. Und wer eine Nussallergie hat, lässt sie einfach weg. Das ist kein Problem. Dann benötigen wir noch 4 Eier der Größe M. Hier habe ich schon mal 300 Gramm Zucker abgewogen. Dann benötigen wir einen halben Teelöffel Salz, 50 Gramm Schokodrops, die müssen backfest sein, denn dann haben wir noch schöne Stückchen in unseren Brownies mit drin. 60 Gramm Kakao, das hier ist auch Backkakao, ganz wichtig, nicht den normalen Kakao verwenden, denn der hat viel zu viel Zucker. Und außerdem benötigen wir auch noch 50 Milliliter Kaffee. Ich finde, Kaffee und Schoko passt super gut und auch für die Leute, die jetzt keinen Kaffee mögen. Ich finde, man schmeckt es nicht ganz so heraus und ich mag das einfach drin. Wer das nicht mag, lässt es einfach weg und kann irgendwas an eine andere Flüssigkeit reintun. Das ist kein Problem. Als erstes geben wir nun die Walnüsse, Haselnüsse und die Schoki-Stückchen in den Mixtopf und werden das Ganze ungefähr für 10 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinern. Ich mache das Ganze einfach in 2 Portionen, weil es einfach große Stücke sind und dann füllen wir das Ganze wieder um. Jetzt geben wir Butterzucker und den Kaffee in den Mixtopf. Stellen den Thermomix einfach auf 10 Minuten Varoma Stufe 2 ein und lassen das Ganze schön aufköcheln. Und jetzt geben wir nur noch die Schokolade in den Mixtopf rein und rühren das Ganze einfach weiter zwischen Stufe 2 und 3. Einfach so lange, bis sich die Schokolade aufgelöst hat. Jetzt geben wir Vanille und das Salz hinzu und lassen den Thermomix einfach auf Stufe 4 rühren und geben die Eier nach und nach von oben hinein. Und jetzt der letzte Schritt. Wir fügen nur noch alle restlichen Zutaten hinzu, stellen den Thermomix einfach nur auf den Linkslauf, damit wir die Schokostückchen nicht zerkleinern und ungefähr auf Stufe 6 und einfach schaut einfach von oben hinein, bis sich alles aufgelöst hat. Und jetzt gießen wir den Teig einfach nur in unser vorbereitetes Backblech. Am besten immer den Backrahmen benutzen, dann ist nämlich auch später das Einteilen viel einfacher. Und dann kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 Minuten. Lassen wir den Brownie-Teig einfach nur abkühlen. Wenn er abgekühlt ist, schneiden wir ihn dann in 5x5 cm Würfel.
So, und als Creme obendrauf mache ich jetzt eine französische Buttercreme. Die habe ich auch schon öfters in meinem Channel vorbereitet mit euch und zusammen gemacht. Da werde ich jetzt einfach nur quasi nach und nach alles machen. Da könnt ihr mir zugucken. Das Rezept schreibe ich euch wie immer unten auf. Wer jetzt aber an der Stelle keine Buttercreme machen will, der kann natürlich auch egal welche Creme für eine Torte machen, egal ob es jetzt eine Quark-Sahne-Creme ist oder sowas. Ich habe mich jetzt so für die Buttercreme entschieden, weil man die ein bisschen schöner aufspritzen kann und weil die auch noch ein bisschen länger frisch hält. Für die französische Buttercreme benötigen wir jetzt ganz einfach 225 Gramm Butter. Ich mache es immer so, ich habe die Butter immer in Klötzen, also in der Verpackung eingefroren und hole die einfach schon am Vorabend raus und so habt ihr dann quasi die schon zimmerwarm. Dann benötigen wir außerdem noch 105 Gramm Zucker, eine Prise Salz, drei Eier der Größe M. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt eine Orangen-Vanille-Buttercreme draus und da verwende ich jetzt einfach hier Orangenpaste und ein bisschen Vanilleextrakt. Ihr könnt es natürlich so verfeinern, wie es euch am liebsten ist. Man kann da auch Zimt reinmachen oder Spekulatius-Gewürz oder Lebkuchengewürz, so wie ihr oder welchen weihnachtlichen Geschmack ihr am meisten mögt. So, wir arbeiten jetzt ein bisschen parallel. Schlag die Butter hier mit dem Flexi-Rührer. Ungefähr 4 bis 5 Minuten maximal weiß-schaumig, das ist also weiß-cremig eher gesagt. Bis ihr wirklich seht, dass es eine richtig schöne, cremige, weiße Masse ist. Und danach bereiten wir die Eiermasse im Thermomix zu. Also erst einmal schön schaumig rühren. Jetzt geben wir hier den Schmetterling in den Mixtopf rein. Und fügen dann einfach nur alle Zutaten hier in den Mixtopf und stellen den Thermomix auf 10 Minuten 85 Grad, Stufe 3,5 ein. Damit sich die Eiermasse erhitzt. Danach lassen wir das Ganze kalt rühren und wenn die Buttercreme fertig ist, fülle ich das in der KitchenAid um und lasse es einfach da schön kalt rühren. Und nach 10 Minuten einfach hier oben den Deckel entfernen und weiter auf Stufe 3,5 rühren, damit das Ganze kalt gerührt wird. Und jetzt einfach in der KitchenAid kalt rühren. Die Masse ist jetzt schön kalt gerührt und jetzt lasse ich einfach den Schneebesen an und gebe nach und nach die Butter von oben hinzu und verrühre das Ganze. So, ihr Lieben, jetzt fülle ich das einfach in zwei Gefäße um und färbe das einfach in zwei verschiedenen Grüntönen ein. Dazu verwende ich jetzt einfach hier diese Farbpaste in grün und dann mische ich das Ganze einfach halt, schaue ich halt einen helleren Grünton, gibt man nur so ein bisschen dazu, denn die Farbe ist sehr deckend, also immer nur so einen kleinen Töpfer umrühren und dann einfach schauen, bis euch die Farbe gefällt. Ich mache einmal einen hellen Grünton und einmal einen dunkleren. Habe ich hier schon mal so eine Tülle vorbereitet. Da habe ich hier so ein Set. Da macht man hier einmal dieses Schraubteil quasi in den Beutel rein, hat dann hier den Verschluss zum Draufschrauben und kann sich dann halt eben vorher eine Tülle aussuchen. Ich habe mir jetzt quasi einmal diese zwei Größen ausgesucht. Einmal in kleiner, einmal in größer. Die helle Creme mache ich mit der kleinen und danach fülle ich das dunkle ein und das schraube ich jetzt mal als erstes auf. Das Helle. Denn so spare ich mir dann auch den Beutel und mache quasi, benutze nur einen. Dann macht man das quasi fest. Nimmt sich hier einfach das zur Hilfe oder nimmt einfach einen Becher, der hoch genug ist. Ich gebe
schiebe das Ganze jetzt mal ganz kurz in den Kühlschrank und dann zeige ich euch, was ich schon vorbereitet habe. So, das hier habe ich schon mal auf meinem Holzbrett schon mal angerichtet. Ich habe quasi hier vier kleine als Stamm und dann einfach so nach und nach aufgereiht. Ihr könnt euch jetzt natürlich irgendeine Servierplatte aussuchen, so wie ihr es machen wollt. Das Gute ist, ihr könnt es ja quasi hier auch schon so vorbereiten, mit einem Handtuch, so wie ich, abdecken. Und dann an dem Tag, wo ihr es servieren wollt, könnt ihr ja die Creme vorher auch schon zubereiten. Einfach in den Tüllen, so am besten hier schon quasi so im Spritzbeutel, im Kühlschrank lagern. Und an dem, also bevor ihr es quasi anrichtet oder an dem Tag, dann bespritzen und dann quasi direkt servieren. Denn dann hat man auch nicht das Problem, wie man das Ganze im Kühlschrank lagert, wegen der Größe. Und jetzt gebe ich einfach überall ganz viele Tupfer drauf. Könnt ihr das einfach quasi noch mit so ein bisschen Streudekor, ich habe jetzt leider alles nur in Rosa und hier noch ein bisschen Gold, einfach noch mal ein bisschen verschönern, wenn ihr wollt. Und wir haben es endlich geschafft und ich hatte sogar Glück und habe die ganze Zeit noch schön die Abendsonne mitgenommen. Ja, ich hoffe, euch haben die Weihnachtsvideos gefallen und auch dieses letzte Rezept, was man halt eben auch gut vorbereiten kann und auch ein schönes Mitbringsel ist, wenn man irgendwo eingeladen ist. Wir machen es nämlich auch immer so, dass immer jeder irgendwas mitbringt und so ist es auch für den Gastgeber nicht ganz so stressig. Und jeder kann die Weihnachtstage genießen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurer Familie. Genießt die Zeit und denkt dran, kein Stress, keine Hektik. Denn Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe und nicht des Stresses. Also ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Tschüss.